Alter, 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 herzlich willkommen zu Let's Play GTA San Andreas. Also willkommen zurück, vor allen Dingen nach keine Ahnung wie langer Zeit geht es heute weiter mit GTA San Andreas. Nachdem mein GTA 3 Let's Play abgelaufen ist, starten wir heute in Los Santos wieder zurück. Beziehungsweise GTA Ende San Andreas. Jo. Lange hat's gedauert. Ja. Ich brauche vor allem mal Munition. So. Okay. Es geht endlich mal wieder weiter. Ich muss jetzt gleich mal kurz gucken. Kann ich nehmen, hä? Ich dachte, wir hätten jetzt. Okay. Ich dachte, ich hätte Munition, dass ich nach. Ich hätte nachladen kann. Scheinbar nicht der Fall. Gut. Wie geht die Steuerung? Also funktioniert. Okay. Was haben wir denn überhaupt auf der Karte? Eine Munition. Eine Mission. So rum nebenbei. Oh Gott, ey. Dauer ist das wieder ewig her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir gar nichts in dem. Haben wir gar nichts in der Karte gerade? Das heißt, ich muss wieder zurückfahren oder was? Habe ich überhaupt irgendwo was so eine Munition? Habe ich überhaupt eine Mission auf der Map? Außer jetzt die Fragezeichen. Ich glaube, ich habe so viel, habe ich gar nicht auf der Karte gerade an Missionen, hä? Ja, da ist das, da ist das. Wirklich habe ich, glaube ich, gar nichts auf der Map, ne? An Munition, an Mission. Ich sehe zumindest gerade nichts auf Anhieb. Das kann man speichern. Da ist eine Werkstatt. Ja. Ich meine, wir haben hier oben eine Fragezeichen-Mission, ne? Ich glaube, viel mehr haben wir gerade gar nicht. Eh nicht. Warte mal, wo sind die? Okay, ist halt doch dahin. Oder was? Ich meine, hier gibt es wenigstens eine Karte. Nicht wie bei GTA San Andreas. GTA 3, meine ich. Ich befürchte, dass ich echt hier oben hin muss. Ich kenne. Wie könnt. Dann müssen wir jetzt. Dann müssen wir jetzt zurück. Come on, get out the core. Gut, dann müssen wir halt jetzt mal wieder zurück ich muss mich gerade sowieso bis wieder nochmal neu, komplett neu orientieren in diesem Let's Play hier. Richtig gerade? Ja, also wir müssen ja eh komplett zurück in die andere alte, die andere Stadt wieder zurück. Hier oben haben wir gar keine Mission, ne? Also groß haben wir gar keine Mission. Ja, was will ich jetzt? Was will ich jetzt was anderes machen?
wird wahrscheinlich mit eines der längsten Let's Plays werden überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals abgebrochen habe. Weil ich glaube, ich damals einen anderen Teil machen wollte oder was anderes machen wollte, ne? Ich weiß es nicht. Weil wir jetzt eh nicht mehr zu dem Server zurück sind. Los Santos Bucht. Ich weiß gar nicht, was wir als letztes überhaupt gemacht haben. Was haben wir denn damals gemacht? Ich kann mich an irgendeinen Typ erinnern, den wir aus irgendeiner Hütte geholt haben immer. Doch, ist richtig. Das war das Letzte, was ich jetzt noch so spontan weiß. Der Zug war, glaube ich, deutlich vorher. Das war, ich kann mich an diese Mission erinnern, das ist so eine Kackmission gewesen. So, da vorne ist eine Mission. Das ist die einzige, die ich jetzt auf der Map habe. Halt die Fresse. First Aid. You big string of Yankee fish! I sing fucking unis with more balls than juft! What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin. Come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. Jew? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Where's yours? Yeah. Ladies don't drive themselves, that's what men are for. Oh my goodness. So, das markieren wir mal weg. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight, it's a good plan. I've cased 4 soft targets. 4 Ziele. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? To the driver, you dumb pig, you choose! Dafür, dass wir jetzt gerade... Okay, dann gehen wir hier hin als erstes. Tanker Commander, oder Tanker Commander? Hand over the tankings or I blow your fucking balls off! This is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Was? Hey, what you doing? Was sollen wir machen? Ein Tank. Ich steig in die Zugmaschine. Also mal gucken, was wir jetzt machen müssen. So, was für ein Anhänger? Warte mal. Warte mal. Wie sieht die Steuerung um einiges an? Ah, wir können hier ein bisschen den Tank... Okay, wir müssen anders fahren. Jetzt habe ich immer eine gute Idee, von der Polizeiwache was auszurauben. Job because of some crazy bitch. Come on, Derek. We're gonna stop those bastards. Do I have to? Yeah. Drive! I know a guy who'll pay for this rig and his cargo. Oh.
Denn warum bist du überhaupt hin? Steady, steady. I don't want to do this. So, na gut, gucken wir mal. Das ist eine gute Idee. Ich hab das Ding halt. Oh, nimm deine Mühle da. Block their route. Oh my God, I'm gonna die. So, die Karre von dem ist weg. Ich glaube, wir sind die eh los, Jungs. Boah, die Fahrweise. Boah, dieses Fahrzeug, ey. Naja, wir kriegen schon hin. Irgendwie, hoffentlich. Müssen wir da überhaupt hin? Müssen hier runter, Kottchen. Gut, dass wir die Jungs, die Typen da los sind. Müssen wir, glaube ich, alles, müssen wir alles machen? Das ist die große Frage. So, die Frage ist, müssen wir hier, müssen wir hin irgendwo? Eine weiter, ne? Ja. So, denn die Zugmaschine ist abgeliefert. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Gut. Goodbye. Müssen wir alles machen, oder? Warte mal, die haut jetzt ab. So, wir sind durch. Das war schon alles. Wir haben eine neue Mission. Komm hier zurück und Trucker-Mission. Also es ist Jacke wie Hose gewesen, wie viel. Ja, genau, du Arsch, ey. Aber ich hab ins Auto kommen. Was hab ich denn? Yeah. Carl. Who is this? You know me. This is the truth. What? No, I don't. Perfection. The truth. Ja, neue Mission. So, dann machen wir uns mal dorthin. Warte mal, wo ist der Typ? Der ist da unten, wo wir schon mal her waren. Oh, jetzt müssen wir wieder komplett zurückfahren. Da, wo wir schon her waren. Okay. Aber dieses Spiel hat auf jeden Fall seinen Charme. Boah, Alter. Okay, wir sind wieder eher unterwegs zurück.
Oh, das Auto, das schwimmt, aber... War viel Polizei unterwegs jetzt gerade. Schon wieder hier ein Ranger. Davor sitzt so ein Ranger. Gut, dass es die einfach scheinbar nicht juckt. Dass wir gerade schön mit überholter Geschwindigkeit lang grasen. Ja, das Spiel ruckelt genauso ähnlich wie in GTA 3. Hat aber auch sein. Ist aber auch klar, weil das Spiel halt extrem. Schon ein paar Jährchen auf dem Buckel gehabt. So rum ist es eigentlich richtig. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das ist. 2004, glaube ich. Also ein Jahr. Oder? 2004? 2001? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Aber wir hätten jetzt. Okay, dann haben wir, hätten wir tatsächlich jetzt jede einzelne. Warte mal, ich muss gerade gucken, wo wir überhaupt hier sagen müssen. Okay, wir fahren oben rum. Hier könnten wir speichern. Wir haben mal wieder ein Haus. Das war mir irgendwie fast klar. Ich kann die Karre eigentlich was abstellen gleich. Ja, ich will kurz noch speichern. War eigentlich nicht die Absicht. Es war wirklich nicht die Absicht, da runterzufahren. Wir kaufen das Haus. Das war kein Haus zum... Das war ein... Bezugsfähiges, fertiges Haus, also halt ein kaufbares Haus, 20.000, wenn ich ehrlich bin, wir haben ja über 700.000 oder sowas. Ist ja Jacke wie Hose, können wir mal so mitnehmen. So, dann speichern wir hier kurz. Ja, ja. Oh Gott, 16. Juli 2018, also ich habe ein Jahr lang nicht gespielt. Wir haben heute den 11. Juli 2019, nur so nebenbei. Also wir sind ein Jahr keine Folge bei GTA San Andreas. Ja. Wie dem auch sei, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Versprochen, diesmal dauert es nicht so lange. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid bei Let's Play GTA San Andreas. Eines der nächsten Retro-Spiele hier auf meinem Kanal. Bis dann und tschüss.